So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. Willkommen in der Chaosstadt. Wobei wir das Chaos, glaube ich, hoffentlich langsam in den Griff kriegen. Wir haben so kleine Verbesserungen vorgenommen. Die Straße hier, oh, ist sogar fertig. Wir können also auch die zweite Instanz bauen. Klingsi Klongsi. Da müssen wir ihnen natürlich eine Umgehung anbieten. Das machen wir natürlich auch netterweise, weil wir nett sind. Oder auch nicht. Doch, sehr gut. Die Umgehungsstraße kann dafür weg. So. Die Umgehungsstraße hier ist auch schon weg. Das hier haben wir auch gebaut mit Wendekreis am Ende. Ich hoffe, den wird nur keiner benutzen. Ja, und mir ist dann was Klitzekleines aufgefallen. Hinder! Und zwar, wir wollen ja Fahrzeuge verschrotten. Und jetzt ist mir aufgefallen, hey, diese Hubschrauber, die sehen ja auch schon sehr, sehr gut aus. Wie wäre es, wenn wir die verschrotten? Geht nicht. Hm, ich geguckt. Müllverschrottungsanlage, Schiffe und eine große Verschrottungsanlage. Okay, Züge, okay, die müssen über Schienen hierher, verstehe ich. Wie kommt denn aber Helis hier hin? Und dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Und zwar die Mechanik, die jetzt auch bei der Feuerwehr hinten wirkt, funktioniert hier auch. Und die beim Krankenhaus funktioniert. Das muss einem natürlich einer sagen. Weil, ich weiß nicht, ob es dafür ein Tutorial gibt. Man kann den Heliplatz hier mit andodgen lassen. Wir haben jetzt zum Glück das Glück, dass der eben hier noch hingepasst hat. So. Aber ich glaube, dann wäre der Strom überlagert. Kriegen wir das? Vielleicht so? Ja, so. So. So wäre richtig gut. Kriegen wir einen Doppelten hin? Oh, ne. Doppel oder dreifach kriegen wir gar nicht hin. Alles klar. Ich würde ihn nämlich so weit wie möglich an den Rand aber setzen wollen. So. Aber wir kriegen trotzdem keinen zweiten mehr hin. Aber falls wir dann hier noch irgendwas anderes hinbauen müssen. Ich hoffe, die sind dann verbunden. Auf jeden Fall können wir dann nämlich Helis hier landen lassen und es verschrotten lassen. Alle Autos weg? Das letzte Auto. Oh, jetzt waren sie aber schnell am Ende. Das heißt, wir können auch hier wieder sagen, alle Fahrzeuge darüber. Und wir kaufen die jetzt einzeln nach. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 mit offener. Mit abgedeckter. 1, 2, 3, 6. So. Haben wir die. Dann die Busse. Alle Busse weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, das sind die, die am einfachsten sind, weil die nicht gemischt sind. Die Kipper noch. Kipper sind auch einfach. Kipper im Müll. Und wir wollen neue Kipper kaufen. Eins. 2, 3, 4, 5. Der eine fährt nicht raus.
6. So. Okay. Und die anderen, die müssen wir uns irgendwie zuteilen. Und dann sind wir die alle losi los los. Und die neuen kommen, die alten gehen. Sofern sie denn überhaupt rausfahren können. Weil sie ständig liegen bleiben. Das wird eine Parade durch die Stadt. Soll uns nicht interessieren. Wir kaufen wieder eine abgedeckte, eine offene Ladefläche. Sagen wir Baumaschinen transportieren. Der kriegt die 3 Planierraupen. Der kriegt die 2 Straßenweizen. So. Hier kommen wir hin mit Straßenkran. Da war, glaube ich, der hier. 2 Stück diesmal. Und dafür noch Betonmischer. Und da der ein paar mehr. Und was fehlt uns jetzt noch? Offene Ladeflächen. Kipper. Geschlossene haben wir. Ja, offene Ladeflächen. 2-mal. Bus haben wir, Betonmischer haben wir. Bagger? Bagger haben wir noch nicht hier. Oder habe ich Bagger geholt? Ich glaube, ich habe keine Bagger. Und dann Bagger. Straßenweize, Straßenkran. Und das war's. Sehr gut. Kaputtes Fahrzeug. Okay. Die kaputten Fahrzeuge da drin sind uns egal. Und somit haben wir die großen... Bis auf dieses eine Fahrzeug hier, was mich irre macht. Ersetzt. Gut, die beiden können wir dann noch reingeben. Und die Hubschrauber danach. Bedeutet aber, wir müssen uns langsam um den Automatikmodus nochmal dann kümmern. Sieht richtig lustig aus, wie sie sich da über die Hauptautobahn lang schlängeln. Haben wir denn überhaupt genug Korn? Oh, die Pflanzen gehen sogar zurück von der Menge. Weil die ordentlich was wegproduzieren. Wir könnten mehr Stoff exportieren. Oder mehr Leute hier hinbringen. Um mehr Kleidung zu produzieren. Die Busse sind auch sehr alt. So, dann gehen wir wieder in diesen Automatikmodus. Weil ich glaube, jetzt haben wir das Schlimmste dann weg. Wenn die da hinten drin sind und verschrottet wurden, haben wir keine Autos mehr, die, sag ich mal, kritisch sind in dem Moment. Alle kritischen Sachen haben wir behoben. Es gibt genug alte, kaputte Autos, die auch weg müssen. Von daher automatischer Fahrzeugersatz. Die sollen ersetzt werden. Weiterhin mit dem. Wir gucken jetzt alle durch. Die großen sollen mit dem ersetzt werden. Die sollen mit dem ersetzt werden. Also die, die gleich sind. Ja, aber hier der zum Beispiel soll mit... Ah ja, doch, dem ersetzt werden. Der ist also auch okay. Aber die Trabis sollen zum Beispiel nicht mit Trabis ersetzt werden, sondern der kommt hier aus der... aus Japan, den können wir nicht holen. E80DX. Den Lander Box Type, der kommt aus Japan, aber den Watz Polizei, den können wir nehmen. Der Straßenkran wird mit dem Straßenkran ersetzt. Diese Fahrzeuge, das geht nicht mehr, kann man nicht mehr kaufen. Die hat eine Gesamtkapazität von, glaube ich, 10 oder so. Da kann man reingucken. 11. Das heißt, 11 und ja, 70 km/h, das kriegen wir eh besser hin. Aber die sollten vielleicht klein sein. Hier, 11 USA. Shit. Ich gehe mal auf den, ne? 11 und 60 km/h. Blöd. 13 und 92 km/h. Hm.
Der ist auch bis 1990 in Ostdeutschland. Der wird noch 2 Jahre produziert. Den würde ich ungern einsetzen. Bis 99, 11 und 80. Das wäre eigentlich der Ersatz für den. Das bringt das Gleichgewicht nicht durcheinander. Die Sache ist, wie lang ist der denn? Der ist Fahrzeuglänge 9 Meter. Der hier ist auch 9 Meter. Die anderen sind da nämlich 12 Meter, 13 Meter, 13 Meter, 6 Meter, das ist ein Fehler, aber 16 Meter. Der ist auch 11 Meter. Der hier ist 9 Meter. Das heißt, ich würde mit dem hier erstmal konform gehen. So, die großen hier, der hier ist 13 Meter, kann 16 transportieren. Der soll dann natürlich gegen den... Ja, eigentlich gegen den ersetzt werden. Das ist so die Sache, wenn ich das automatisiere, haben wir viel zu... Die haben ja 10 Tonnen mehr, dann könnten wir später da Autos abziehen. So, Planierraupe. Glaube ich, bleibt bei der. 28. Die anderen beiden sind aus Westdeutschland und USA. So, der LKA-Bus, der kann transportieren. Wie viel Personen? Okay. Achso, und wie schnell ist er? 66. Okay. 98 und 66. Und die Länge vielleicht noch? 11 Meter. Das wäre aber weiterhin er. Er wird bis 2002 auch hergestellt. Wir könnten ihn höchstens gegen Gelenkbusse ersetzen, das will ich nicht. Oder hier den Schaffbus. Der kann aber eine 85, fährt aber ein bisschen schneller. Nee, okay. Die Dinger wollen wir durch die ersetzen, das wissen wir. Der hier, den können wir auch nicht mehr kaufen. Der fährt 75 und 10 Tonnen. Dann ist auch sein Ersatz der hier. Auch wenn er langsamer wäre. Nee, ist sogar schneller. Okay. Seite 2. Der Traktor. Der hat 26, der hat 28, der hat 24, der hat 36, aber der kommt aus den USA. Das heißt, wir können eh nur den Traktor nehmen. Diese Sache wird auch nicht mehr hergestellt. Da können wir eh nur das nehmen. Stufe 31. Unsere hatte welche Stufe? 36. Also das ist zum Beispiel ein Downgrade, finde ich. Warum das so ist, keine Ahnung. Müllfahrzeuge, Gesamtkapazität. Da brauchen wir dann den hier. Genau, Sowjetunion. Bleibt bei dem. Der hier. Gesamtkapazität. Der schafft 10 Tonnen. Dann sollten wir unbedingt bei 10 Tonnen bleiben. Aber vielleicht das Fahrzeug verkleinern. Und Gregor sagt, übermorgen ist er tot. Dann arrivederci. Vielleicht gegen den, der kann nämlich 90 fahren. Aber kann halt weniger transportieren. Wir sollten das vereinheitlichen auf jeden Fall. Oha. Gregor Simon, asked me. Was kann ich machen, wenn ich einen extremen Muskelkater erwarte? Versuche es mit Dehnen, leichtem Training und viel Ruhe. Vielleicht auch eine heiße Dusche oder ein warmes Bad. Ich bleib bei dir. Denk dran, genug Wasser zu trinken. Okay, das ist nicht wirklich hilfreich. Aber das mache ich auch immer und bei mir hilft's. 83. Aber es ist, glaube ich, auch individuell. Und der fährt wie schnell? Oh, man muss immer die Informationen so zusammensuchen, die man hier braucht. 83, 60. Der wird bis 94 noch hergestellt. Der soll auch gar nicht, obwohl, der soll schon mehr, aber der muss gar nicht schneller fahren, weil er in der Stadt fährt.
können den höchsten gegen den Schaff upgraden. Der wird bis 95 gebaut. Ist aber auch nur ein Jahr länger. Kürzere Busse gibt's eh nicht, die besser sind. Der bis 2005, der würde länger fahren, aber nur 57 Passagiere. Das ist zu wenig für die Stadt. Oder wir gehen auf den, der kann 66, 6, also schneller. Ja, dann gehen wir auf den hier. Okay, nächstes Ding. Ich war heute seit langem mal wieder im Fitnessstudio. War auch nötig. Ich konnte nicht so viel, wie ich früher konnte. Ah, gut. Aber, also ich bin jemand, ich verstehe Fitnessstudios nicht. Es sind, man ist mit Menschen, die man nicht mag, zusammen, die auch noch stinken, die einen angucken und ich zahle dafür auch noch Geld. Also ich habe nie ein sinnloseres Konzept als Fitnessstudio verstanden. Man kann joggen gehen, man kann Radfahren, man kann rudern, man kann Fußball spielen im Park, man kann im Park Sachen machen. Es gibt auch gratis Geräte überall in den Städten. Es gibt so viel, was man machen kann zu Hause an Dehnübungen, ohne dass man was ausgeben muss. Also ich finde, der Gedanke Fitnessstudio ist super demotivierend. Und der Gedanke, hier 5 Seiten Fahrzeuge anzupassen, ist auch demotivierend. So, bei wem waren wir? Bei dem hier. Der transportiert... Hallo Gänseblümchen. Bist wieder da. Dann welcome back. Ich nehme Magnesium-Tabletten, die helfen nicht. Die kannst du vergessen. Das war neulich gerade in der Fitness-Sendung. Die helfen nicht gegen Krämpfe und auch nicht gegen andere Sachen. Was hilft, ist Kalium. Deswegen helfen Bananen. Die meisten denken aber, Bananen helfen wegen Magnesium, aber sie helfen wegen Kalium, weil Kalium gegen Muskelkater hilft. Aber die hatten da so Experimente mit Zwillingen. Die eine hat nur Magnesium genommen, die andere nur Kalium und. Wenn man sich beim Verlassen des Studios am Treppengeländer abstützen muss, hat man richtig trainiert. Kann man so sehen. Banane und Birne, beste, was man bekommen kann. So, das ist die richtige Antwort. Dem stimme ich zu. Aber Magnesium-Tabletten sind genau wie Vitamin-C-Tabletten oder Vitamin-D-Tabletten eher... Ja, die helfen dir vielleicht im Kopf, dass du denkst, dass es dir helfen könnte. Und vielleicht haben sie 2%, dass es dir besser geht, aber es gibt je nach deinen, aber persönlichen Zusammensetzungen und Bedürfnissen natürlich ganz andere Anforderungen, die man durchaus beim Arzt abchecken lassen kann und der kann dir dann genau sagen, na, wenn sie Krämpfe kriegen, dann brauchen sie vielleicht Eisen eher oder mehr Kalzium oder mehr Kalium. Und dann geht's noch mehr weg, weil vielleicht ein Mangel entsteht. Aber wie gesagt, das ist individuell und sollte von einem Arzt abgeklärt werden. Anstatt sich einfach irgendwas permanent reinzupfeifen, was der Körper gar nicht braucht, weil das geht oben rein und unten wieder raus, ohne dass es verarbeitet wurde. Und du zahlst dafür schön. Und die... Ja, die Industrie freut sich, dass du dein Geld reinballerst und die Aktienhalter noch mehr. Und das muss ja nicht sein, wenn es nichts bringt. Vitamin C hilft bei Diabetes. Ja, okay, das sind ja dann wieder ganz andere Sachen. Ich bin gerade im Fitnessstudio, weil es etwas kostet. Wenn es nichts kosten würde, hätte ich keine Motivation. Ich bin zu geizig, um zu zahlen und da nicht hinzugehen. Okay, komischer Ansatz. Muss ein Schwabe sein. Leider bin ich durch Corona abgehärtet. Jetzt zahle ich und gehe trotzdem nicht hin. Bravando hat Elektrolyte. Elektrolyte ist, was Muskeln wachsen lässt. Das klingt wie ein Scharlatan-Spruch, der dir gerade sein neuestes Haarwachs auf der Straße im Wilden Westen verkaufen will. Okay, jetzt mal Konzentration. Der fährt 62.
der fährt 62. Der hier ist neu, kann das sein? Und der kann laden 5,6. Ich würde den gegen den hier ersetzen. T815, der gefällt mir. Das ist auch der daneben. Der ist auch nur 9 Meter. Ansonsten haben wir keine kleineren. Der hier wäre noch 8 Meter. Der könnte 7,2 Tonnen, würde auch 92 fahren. Oder der hier. Dann nehmen wir den, der ist nämlich nur 8 Meter lang. Aber wartet, welcher wird länger hergestellt? Der bis heute, der bis 95. Ja, dann nehmen wir den. So. Ja, bei den Autos ging es um km/h. Westdeutschland, Japan, da haben wir den schnellsten. Der kann so bleiben. Da können wir sagen... Ah, oh, welchen hat man da? Der bis heute gebaut wird, oder? Oder hatten wir den? Den in anderen Farben. Kann ich hier die Farben einstellen? Nicht, oder? Das ist schade. Hier jetzt die Farben ändern wäre halt super. Hm. Na gut. Bei dem haben wir gesagt, der da. Bei dem, da brauche ich gar nicht gucken. Da nehmen wir auch den hier. Einfach. Ja. Beim Bagger... Da gehen wir auf den. Bei der Müllabfuhr gehen wir auf die Tschechoslowakei. Bei dem gehen wir auf den. Okay, das ist der gleiche. Seite 3 sind wir schon. Feuerwehrpass. Der Bus, der wird nicht mehr hergestellt, nicht? Okay, bei dem müssen wir wieder gucken. Bravando ist ein Energy Drink, der aus Film Idocracy, den musst du dir ansehen. Den findest du bestimmt geil. Handelt davon, dass die Menschheit völlig verdummt. Der Film ist von 2006 und leider haben wir den Verdummungsgrad im Film schon weit vor 2505 erreicht. Ja, das zeigt dir nur, dass die Menschheit sich schneller entwickelt, als Filme vorhersagen konnten. Das heißt, Star Trek ist auch in greifbarer Nähe, nicht wahr? Finde ich aber eigentlich ganz gut. Welchen hat mir gesagt? Der war der bis 2002, nicht? Gut, aber warte, die soll nur 55 transportieren. Jetzt weiß ich natürlich nicht, für wen fahren die, aber in dem Fall wäre das ja der hier. Der kann 45. Der fährt 80. Eigentlich wäre das hier der Ersatz. Der fährt auch bis 2005. Dann ist das der Ersatz für den blauen, würde ich sagen. So, Gelenkbus. Da würde ich sogar sagen, der wird gegen den hier abgelöst. Wobei, der hat eine höhere Geschwindigkeit. Ne, der bleibt bei dem. Straßenwalze geht auf jeden Fall auf die Walze. Oh, der mit der kleinen Kapazität. Der wird bis 1990 hergestellt. Der ist halt nur 5-6 Meter lang. Welcher wird denn länger produziert? Der da drüber. Der wäre 2 Meter länger. Könnte 95 fahren. Wir haben die anderen aber alle gegen den hier getauscht, nicht? Komm, dann tauschen wir den auch gegen den. Den KSM-11, ja, den gibt's auch nicht mehr. Das war mein Lieblingsbus vom Anfang. 75 km/h und 82 Personen. Das wird dann der hier werden, glaube ich. Könnte der sein, aber der fährt ja nur und den ersetzen wir gegen den. Also ersetzen wir den gegen den schon mal. Der kleine Minibus. Oha. Der wird noch hergestellt bis 1990. Okay. Ja, dann müsste ich den hier nehmen, nicht? 7 Passagiere... Der mit 11 Passagieren, den gibt's nicht mehr. Boah. Puh. Aber das ist echt eine Arbeit, das alles einmal einzustellen. Danach speichere ich sofort. Nicht, dass irgendwie ein Brand kommt und ich alles neu machen muss. Der Film war filmgesellschaftlich so peinlich, dass sie ihn ohne Werbung ins Kino brachten. Es ist etwas trashig, aber beschreibt... die heute allgegenwärtige Dummheit einfach so gut, obwohl es vieles davon 2006 noch gar nicht gab. Na gut,
Ist ja nicht so weit weg. Das ist, glaube ich, das Schlimmste da dran. Den würde ich weiterhin gegen den ersetzen, aber der wird nur bis 95 gebaut. Der bis 2006 hätte eine Tonne weniger, gleiche Geschwindigkeit, könnte aber die Fahrzeuge laden, die wir brauchen. Würde ich das sogar so machen. So, bei dem, der hat eine Kapazität, das ist der hier. Er wird bis 95 gebaut. 95, 15. Dann könnte ich auf den hier umschwenken. Oder, komm, bei denen gehen wir gleich auf den großen. Genauso wie hier, da gehen wir auf den. Die Feuerwehr ist die neueste, die würde ich lassen. Den gegen den neuesten würde ich lassen. Den Schaffbus haben wir gesagt gegen den LKR-Bus, bei der länger gebaut wird. Den kleinen LKW, das wird jetzt spannend. Der wird noch gebaut bis 97. Den wollten wir gegen die einfach ersetzen. Dann brauche ich gar nicht weiter gucken. Der hier, den wollten wir ersetzen. Ich glaube auch gegen ihn einfach. So, der Gelenkbus. Der bleibt. Der bleibt auch. Der SKD, der wird nicht mehr hergestellt. Aber Dummheit der Menschheit, nicht wahr? Da fängt man lieber gar nicht mit an. Dann ist der Tag im Arsch. Wobei es immer mal wieder Hoffnungsschimmer gibt. Die dann ganz schnell wieder verblassen. So, 80 Leute. Ich würde sagen, das wird auch der LKA nicht. Paar mehr Leute, aber gar nicht drüber nachdenken. So, Fleisch. Wie viel Kapazität hast du? 2 Tonnen nur. Der wird bis 93 gebaut. Der bis 94. Okay, da wird es nochmal eine Revolution geben. Weil die nur bis 2006 gebaut werden. Ich frage mich, was ich nach 2006 mache. Weil irgendwann kann ich keine neuen Fahrzeuge mehr kaufen. Kann das sein, dass ich bei 2006 hier dann endlich bin? Oder gibt es dann irgendwann eine Version des Fahrzeuges ohne Enddatum? Das müsste es ja eigentlich geben. Sonst haben wir echt ein Problem. Da muss ich irgendwie Modfahrzeuge holen, die irgendwie ab 2006 unendlich gehen würden. Jetzt, wo ich das gerade sehe. Okay, wir haben den, der fährt 85. Ja, gut. Kann erstmal so bleiben. Der kleine Bus hier wieder, der wird gegen den ersetzt. Die Feuerwehr hier wird gegen die ersetzt. Der Tanklaster hier, der ist okay bis 2001. Habe ich erstmal keine Notwendigkeit. Der LZ-Bus. Der 52, bla bla bla. Das war, glaube ich, denn der. LN, nicht? Genau, das ist der LN. Der bleibt. Der PLZ. Der wird zwar noch hergestellt. Der 32 Passagiere, 85. Wird auch der. Das Ding wird das, würde ich sagen. Wie viel kann der? 9 Tonnen. Und der hier kann 9 Tonnen. Das passt also. Der hier, das war eher ein Gag am Anfang. Den können wir ersetzen gegen ihn hier. Das Kühlfahrzeug kann bleiben. Der kleine wird gegen den ersetzt. Der hier, das wird jetzt spannend. Weil das ist einer auch meiner Lieblinge. Der wird noch bis 1990 gebaut. 9 Tonnen. Eigentlich müsste er gegen den ersetzt werden. Das ist einfach sein Upgrade. 11 Tonnen und gleich schnell. Der kann, glaube ich, bleiben. Der wird bis 95 gebaut. Der hier geht nicht mehr. Ich glaube, den können wir einfach gegen den tauschen. Der hat 7 Tonnen. Hat der hier 9. Das Ding wird bis 95 gebaut, kann bleiben. Der wird nicht mehr. 3,5 Tonnen. Der wird nicht mehr hergestellt.
Okay, dann müssen wir da ihn fahren lassen. Ich hoffe, das reicht. Oh, er muss ersetzt werden. Unser ältestes Fahrzeug überhaupt. 23,95 Jahre. Fast 24 Jahre alt, das Ding. Und es juckelt noch mit einer Abnutzung von 55%. Das zeigt eigentlich, dass manche Fahrzeuge echt unglaublich lange arbeiten. Der hat insgesamt wie viel Kilometer auf dem Tacho? Kann man das sehen? 4400 Kilometer ist der gefahren im Spiel. Also das ist schon was. Wir können ja gleich mal gucken, bevor wir die ersetzen, wer am meisten gefahren ist von den Fahrzeugen, die wir gerade haben. Gut, jetzt habe ich die ganzen Baufahrzeuge schon weg. Hätte man vorher mal gucken müssen. Okay, aber gegen wen ersetzen wir ihn? Ich glaube, gegen entweder den. Ich glaube, gegen den. Weil der fährt auf einer Route mit jemand anderen. Und zwar mit dem hier und dem da. Und die werden, glaube ich, gegen die ersetzt. Hoffe ich. Guck mal, sehe ich die? Ja. Hä? Der ist nicht mehr kauf... Der ist nicht zu kaufen? Hä? Was hat er denn da für ein Fahrzeug ausgewählt dann? Okay. Hä? Der ist nicht... Okay, ich glaube, das ist wieder ein Bug, nicht? Dieser Fahrzeugtyp kann nicht für Geld gekauft werden. Würde mich wundern, wenn nicht. Das hat er aber schon mal gehabt. Das war nicht gut. Weil er hat die denn, glaube ich, nicht ersetzt, wenn das fehlerhaft da dran war. Ah, nee, das waren die Fahrzeuge davor. Die dahinter sind, genau. Die Fahrzeuge, die davor waren, können nicht mit Geld gekauft werden. Die ich da reingegeben habe, schon. Okay. Naja, das ist echt blöd. Deswegen, das ist vom UI zum Beispiel schwer zu erkennen. Vor allem, wenn man reinklickt, dann geht's. Wechselt man, dann geht's nicht. Und der hier, 3,3 Tonnen. Da brauchen wir eigentlich auch nicht so den riesigen. Ja, bleiben wir bei dem, oder? Und die Kühlung bleibt. Den hier müssen wir noch ersetzen. Eigentlich gegen den. Boah. Da haben wir aber nur noch einen. Ich glaube, der wird bald automatisch ersetzt. So, dann haben wir alle Fahrzeuge irgendwie zugewiesen in dieser Tabelle. Und das war lang genug, dass ich erstmal speichere. Bevor irgendwas irgendwie passiert. LP 7.5 23. Wunderbar. Jetzt können wir erstmal warten, bis er die letzten Fahrzeuge wegmacht hier. Und wenn da leerer ist, dann geben wir alle anderen automatisch rein. Oh, die brauchen, glaube ich, noch eine ganze Weile auf der Autobahn. Ja, ich weiß, dass die kaputt sind. Lustig wird zwischendurch, denn die Hubschrauber verschrotten zu lassen. Da. Hubschrauberlandeplatz ist da und man sieht, ist verbunden damit. Bedeutet, wie alt bist du? 11 Jahre. Wie alt bist du? 11 Jahre. Wie ist der Verschleiß? 69, 69, 77, 74. So. Ich will einfach nur mal gucken, was mit dir passiert. Man kann ihn dann zuweisen. Es ist unglaublich. Der Heli landet und wird dann wahrscheinlich irgendwann der Verschrottung überführt. Das heißt, wir haben jetzt 20 Jahre Zeit, die Loks hier anzubinden. An die Verschrottung, bevor die so alt sind, dass sie nicht mehr hierher fahren könnten.
Ja, Mann, fahr doch mal, wirklich. Vor allem ist es eine. Warum die hier nicht überholen können? Ah, nur manche können über. Also, warum nicht alle Fahrzeuge überholen können auf einer zweispurigen Straße, ist komisch. Manche können es, manche können es nicht. Oh. Aber man merkt, wenn ich beschleunige, dann ruckelt sich wirklich ein ab inzwischen. Aber es hat uns wie viel gekostet? 800.000 die Fahrzeuge zu ersetzen. Wir haben nur noch 15,6 Millionen. Und das waren nur die wichtigeren. Und sowas wie einen Kran müssen wir auch noch von Hand ersetzen dann. Ist der Heli weg? Nee. Was sagt das Lager? Ist noch nicht voll. Das haben wir nämlich jetzt auch gebaut. Theoretisch könnten wir also loslegen. Beladen, Stahl, entladen, Stahl. Hier umzusetzen, dann müssen wir hier nur Leute hinbringen. Aber aktuell will ich die erstmal in der Verschrottung haben. Ah, okay, hier kommen nicht ganz genug mehr Leute hin. Aber solange das noch reicht, dass hier alles drin ist, weil von hier geht alles aus, soll mir das genügen. Das sieht so falsch aus, diese Biegung. Aber bisher haben wir kein einziges Verkehrschaos außer am Busbahnhof gehabt. Also wenn wir nochmal so eine große Stadt planen, brauchen wir unbedingt zwei große Busbahnhöfe, die wir bedienen. Einfach von der Menge aus. Aber mehr als zwei brauchen wir auch nicht. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Und was noch ist, wir können das hier mal bauen. Das wäre nämlich mal ganz interessant. Hier ist noch eine Umgehungsstraße, die brauchen wir nicht mehr. Forschung abgeschlossen. Na, guckt an. Das ist also auch erforscht. Dann erforschen wir jetzt die Tourismusstudie. Weil der Heli weg ist, könnten einen neuen Heli kaufen. Zeigen Hubschrauber nur Fracht. Gibt's nur noch den? MI-10, das ist ja der. Okay, 400.000. Ach du Scheiße. Der kommt jetzt wieder hinten über die Grenze geflogen. Jurassic Park Style. Können wir mit dem mitfliegen? Jurassic Park. Ach nee, Star Trek. Wir landen. In einer uns unbekannten Welt. Unendliche Weiten. Ein Bauer. Das sieht doch wenigstens aus wie ein halbwegs vernünftiger Hubschrauber. Die Frage ist nämlich, machen die immer erst Fahrzeuge oder geht das wirklich nach der Reihenfolge, wie die reingefahren sind? Das kann natürlich auch sein. Bedeutet aber auch, wir machen nochmal Pause. Wir gehen auf Fahrzeuge ersetzen. An, aber auf Schrottplatz senden. Abnutzung 80%, Fahrzeugalter 20 Jahre.
Ich würde sagen, sogar auf 18 Jahre gehen wir runter. Neukauf, bla bla bla, können sie machen. Und los geht's. Jetzt bin ich mal gespannt, ob alle Fahrzeuge gleichzeitig ersetzt werden, die auf diese Kriterien zutreffen. Und ob die Helis automatisch gemacht werden. Das wäre auch interessant. Der Monat ist um. Sehr gut, der Heli liegt im November. Das heißt, im Dezember sehen wir automatisch, wo es herkommt. Oh no! Die Umweltüberwachungsstation brennt wegen zu schlechter Umwelteigenschaften. Die wird wahrscheinlich abfackeln. Ich glaube nicht, dass die Feuerwehr da rankommt rechtzeitig. Au, hat's aber ganz knapp geschafft. Okay, bisher hat er noch keine Autos ersetzt. Ich bin mal gespannt, wie dieses Jahr abschließen wird. Wahrscheinlich im Minus. Aber gut, über die letzten Jahre haben wir genug Plus gemacht. Es war auch unbedingt notwendig. Ich hätte mit mehr Minus gerechnet. Also ich wäre auf 6 Millionen runtergegangen vom Preis her. Gut, wir haben jetzt noch nicht alles ersetzt. Filtern nach, nee. Oh. Sortieren nach Alter. Achso, so rum. Sortieren nach Alter. Die müssten ja eigentlich jetzt ersetzt werden. Die sind über 20 Jahre alt, aber Abnutzung nur 51%. Vielleicht sagen wir auch, die Abnutzung ist über 75 und über 16 Jahre. Okay, der Januar, nächstes Jahr, und wir gucken uns die Jahresabschlussbilanz an. Letztes Jahr haben wir minus 1,75 Millionen gemacht. Aber davon 4,5 Millionen allein wegen Fahrzeugimporte. Warum wir nicht auf 12 gerutscht sind, ist krass. Wir haben so viel Plus gemacht, dadurch, dass wir wieder die Kleidung exportieren. Wenn ich jetzt hier mal auf letztes Jahr gehe, haben wir nämlich gar keine Kleidung fast exportiert. Dieses Jahr haben wir dafür dann Kleidung 2,8 Millionen exportiert. Also 1,6 Millionen mehr oder so. Oder 1,2 Millionen mehr. Nee, noch mehr. 2 Millionen mehr. Nee, ach, wartet. Aktuelles Jahr. Ich will mal hier auf Minus, aber bei Jahr muss man denn hier aufs Minus. Letztes Jahr 2,8 zu 700.000. Ja, 2,1 Millionen mehr haben wir allein mit Kleidung gemacht, weil wir die Fahrzeuge repariert haben. Also allein durch den Ersatz der Transportfahrzeuge haben wir so viel Plus gemacht, dass wir sie schon fast wieder raus hatten. Das hätten wir echt früher bauen müssen. Das heißt, die Verschrottungsanlage sollte man so nach 10, 11 Jahren zumindest vorsehen, dass man sie baut, nicht wahr? Gut, elektronische Bauteile, mechanische Bauteile kommen nicht viel rum. Da brauche ich eigentlich beim nächsten Mal nicht so ein riesen Lager machen. Stahl kommt hingegen sehr viel rum. Später natürlich, wenn die Sachen aus Aluminium sind, Aluminium. Und Metallschrott kommt viel rum. Das können wir nochmal kippen. Dann können wir das zusammenführen, wissen wir. Dass wir das Lager nach hier machen. Das Lager kann nach hier. Und die anderen Sachen würde ich eigentlich erst bauen, wenn wir ein bisschen mehr eigenes Material haben.
Aber wir haben jetzt die neuen Baufahrzeuge und die sollen ja nicht rumstehen. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal alle Straßen schon mal vor, weil wenn die Straßen da sind, dann geht der ganze Rest wesentlich schneller. Sowas können wir auch schon bauen lassen. Sonst kommen die da nämlich nicht rüber. Das wollen wir natürlich auch nicht. Das haben wir schon. Okay, sehr gut. Das haben wir auch schon. Sehr gut. Ein Stau. Ja, die Staumeldungen nerven, weil da gehen total die wichtigen Staumeldungen unter. Und man liest die ganze Zeit die Sachen, die nicht relevant sind. Und dann guckt man nicht mehr so hin. Das ist wie mit diesem Märchen von dem Jungen und dem Wolf, nicht wahr? Der mal schreit. Oh, ein Wolf. Und irgendwann kommen die Dorfbewohner nicht mehr. Dann wird er gefressen, weil alle schon nicht mehr geglaubt haben, dass wirklich ein Wolf kommen würde. So fühlt sich das hier oft an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle erwischt habe. Achso, du hast eine Straße nach da, du hättest noch eine nach da. Brauchen wir aber nicht. Hier sind die Straßen gebaut. Ja, solche Straßen können wir jetzt auch noch vorsehen. Falls das wirklich immer brennt, dann kommt die Feuerwehr da auf jeden Fall besser ran. Oh. Habe ich die vergessen abzureißen? Ich wette, die haben da schon Material hingeliefert. Gut. Ich würde sagen, wir gucken mal, was wir in der nächsten Folge so anstellen und wir sehen uns. Bis dann.